Wir werfen einen Blick auf das neue On-One Photo RAW 2023. Die All-in-One Bildbearbeitungssoftware, die vor wenigen Tagen schon ihr erstes Update erhalten hat. Und wenn ich All-in-One sage, dann meine ich das auch so. Denn es hatte schon in früheren Versionen neben den üblichen Editierungswerkzeugen alle möglichen Tools zur Weiterbearbeitung von Fotos inklusive. Neben Panorama-Stitching, HDR-Merge, Focus-Stacking, Upscale, Himmelsaustausch, Porträtretusche, automatischem Entrauschen und Schärfen. Das bietet die neue Version 2023 jetzt auch noch eine KI-gestützte Bildanalyse. Mit Stichwortvorschlägen. Eine Funktion, die bisher externen Spezialanwendungen vorbehalten war. Hallo zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ich bin Klaus, ich zeige euch heute On-One Photo RAW in seiner neuen Version 2023, die vor kurzem schon das erste Programm-Update erhalten hat. Ist das nicht eine feine Sache, so eine All-in-One-Plattform, die es nur noch in Ausnahmefällen nötig macht, eine externe Anwendung oder ein Plugin für spezielle Aufgaben zu benutzen? Ähnlich wie zum Beispiel Lightroom Classic, nur umfangreicher. Stichwort Lightroom Classic. Habt ihr es abonniert? Dann dürfte On-One Photo RAW für euch weniger interessant sein. Es sei denn, ihr wollt weg vom Abo-Modell. Denn On-One Photo RAW gibt's nicht nur im Abo, sondern auch zu einem Einmalpreis, der auch noch geringer ist als der Jahrespreis fürs Foto-Abo bei Adobe. Wollt ihr Lightroom weiter abonnieren? Ich kann es ja verstehen, ich mache es ja auch. Dürfte es interessant für euch sein, dass ab heute die On-One-Plugins für Lightroom Classic, Effects, No Noise, Resize, Portrait und HDR in der neuen Version 2023 zu haben sind. Einzeln oder um einiges billiger im ganzen Paket. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, jetzt zurück zu On-One Photo RAW. Ich glaube, nur wenige von euch sind sich der Funktionsvielfalt dieser Anwendung bewusst. Früher flog On-One noch oft unter dem Radar. Inzwischen gilt es als ausgereiftes Programm, von der RAW-Konvertierung über die Standardentwicklung bis hin zur Spezialaufgabe. Und ich dachte mir, das könnte euch interessieren. Lasst uns also einen Blick darauf werfen. On-One Photo RAW 2023 bietet eine Bildverwaltung. Aus dem Ordnerbaum auf eurem Rechner sucht ihr euch die Bilderordner heraus, die in den Katalog aufgenommen werden sollten. Zum Beispiel dieses hier. So wird vermieden, dass bei einer Bildauswahl immer mit sämtlichen Ordnern auf dem Rechner zu rechnen ist. In den Katalogen finden wir dann den betreffenden Ordner. On-One Photo RAW analysiert alle Bilder in diesem Katalog, erkennt mittels künstlicher Intelligenz die Bildinhalte und schlägt Stichworte vor, anhand deren ihr eure Fotos einfacher finden könnt. Wer Exire Photo kennt, weiß, wie das funktioniert. Nur, dass ihr es bei On-One Photo RAW gleich dabei habt, ohne ein separates Programm starten zu müssen. Diese Stichwortvorschläge finden wir hier. Ihr könnt sie in die jeweiligen Bilder übernehmen, sofern ihr das wollt. Füge alle hinzu, würde dafür sorgen, dass Butterfly, Color, Costa Rica, Lemon, Motten und Butterfliegen, also Schmetterlinge, Talamanca, Vivid, Pollinator in die Metadaten, in die Stichworte des Fotos übernommen werden. Wir finden hier ab und zu noch englischsprachige Begriffe, weil ich On-One Photo RAW am liebsten in der englischen Version verwende. Haben wir ein Bild wesentlich verändert, es zum Beispiel in Schwarz-Weiß umgewandelt oder sehr stark beschnitten, dann drücken wir hier nochmal auf Scan und die Aufnahme wird nochmal analysiert und eventuell kommen dann andere Stichworte raus. Da ich im Moment jetzt gerade mit der deutschsprachigen Version arbeite, steht außer Moths and Butterflies Motten und Schmetterlinge
Je nachdem, ob die deutschsprachige oder die englische Originalversion verwendet wird, werden bei erneutem Scan dann die entsprechenden Stichwörter in der passenden Sprache zugeteilt. Dass auch umfangreiche Suchfunktionen vorhanden sind, versteht sich von selbst. Entweder über diesen Button oder über Control F für Find können wir die erweiterte Suche aufrufen, in der sich verschiedenste Kriterien miteinander kombinieren lassen. Jedes Suchergebnis kann in ein intelligentes Album überführt werden, sofern man das will. Diese intelligenten Alben werden dann automatisch aktualisiert, sobald neue Fotos den Suchkriterien entsprechen. Darüber hinaus könnt ihr eigene Alben anlegen, die sich auch untereinander verschachteln lassen. Auf der anderen Seite haben wir die Informationen über die jeweils angeklickten, also markierten Fotos, die Metadaten, falls vorhanden, die EXIF-Daten, die IPTC-Daten, den Ort oder auch gar keins. Unten drunter die Stichwortliste, die alle Stichworte, die jemals für eure katalogisierten Fotos vergeben wurden, aufführt. Diese Stichwortliste kann hierarchisch sortiert werden. Eine absolute Seltenheit, die ich sonst nur noch aus Lightroom Classic kenne, von dem On One Photo Raw übrigens eine Stichworthierarchie übernimmt, falls in Lightroom vorhanden. Wieder auf der linken Seite zeigt uns die Spalte Zeitraum sämtliche Daten an, unter denen jemals eines eurer katalogisierten Fotos erstellt wurde. Zuletzt verwendet zeigt, na was schon, eben die Fotos, die als letztes verwendet wurden. Und zum Schluss angebunden aufnehmen, das ist wieder so eine dieser tollen Übersetzungen ins Deutsche. Es bedeutet Tethered Shooting mit angeschlossener Kamera. Soweit ich weiß, betrifft das nur Nikon- und Canon-Kameras. Über einen Klick hier rechts oben im Bearbeiten-Modul oder über die Taste D kommen wir in das Bearbeitungsmodul. Hier können wir außer den üblichen Ton- und Farbe-Schiebereglern KI-gestützt entrauschen und schärfen lassen, entweder klassisch oder mit No Noise AI oder TechSharp AI, die es übrigens auch als Plugin für Photoshop oder Lightroom extra gibt, oder beide zusammen. Die Objektivkorrektur, je nach Kamera und Objektivkombination, kann automatisch vorgenommen werden und transformieren mit dem üblichen Trapez ausrichten, verschieben. Im Modul Effekte können Filter hinzugefügt werden, entweder für alles auf dem Bild oder nur für bestimmte Objekte. Und man besitzt hunderte eingebauter Presets und Filter. Darüber die LUTs, die Lookup-Tables, die ebenso mit dabei sind. On One kann den Himmel austauschen, verfügt über diverse Vorlagen ohne Ende, die im Übrigen nur, wenn man mit der Maus über die jeweilige Vorlage geht, in der Vorschau angezeigt werden. On One Photo Raw kann Porträts bearbeiten und retuschieren. Hier landen wir allerdings einen Flop, denn in diesem Foto kann kein Gesicht gefunden werden. Blenden wir kurz die Bildleiste unten ein und suchen uns ein Porträt. Dort macht man nicht lange Federlesens und sucht, sondern findet sofort das Porträt. On One Photo Raw kann mit lokalen Bearbeitungen arbeiten. Wir können Anpassungen hinzufügen und mit einer unbegrenzten Zahl von Ebenen arbeiten. Bildebenen, Farbebenen, Einstellungsebenen. Ich breche das ab und klicke auf Focus Stacking. Natürlich auch nicht die richtigen Aufnahmen dafür. Wir haben ein HDR-Modul eingebaut. Wir haben ein Panorama-Modul. Mit dem Klick auf Ebenen werden die ausgewählten Fotos als Ebenenstapel zu einem neuen Foto kombiniert. Ich klicke mal auf OK. Und uns werden alle drei Fotos
als Ebenen angezeigt. Auch nur ein Beispiel macht in dem Zusammenhang natürlich keinen Sinn, weil alle drei identisch sind. Und wenn wir wieder im Bearbeiten-Modul sind, mit einem Klick auf AI Resize oder Vergrößern, können wir ein Foto upscalen. Vor allen Dingen interessant für kleinere Fotoabmessungen oder wenn mal irgendein Objekt zu klein im Foto abgebildet ist und wir wollen es vergrößert haben. Dann wird die Möglichkeit, verschiedene Stile auszuwählen, abhängig von dem Ergebnis, das wir erreichen wollen. Angegeben werden hier die Originalabmessungen des Fotos und die können wir nach verschiedenen Vorgaben ändern. Lange Kante, kurze Kante, Auflösung. Wir können es noch schärfen, wir können Filmkorn hinzugeben, wir können Kacheln erzeugen oder ein Gallery Wrap, was das auch immer sein mag. Ich breche die Sache mal ab und wir sehen unter dem Upscale haben wir auch noch ein Drucken-Modul. Wir können also direkt ein Foto aus OnOneFoto heraus drucken. Wir können eins oder mehrere Fotos teilen. Leider noch nicht auf Dropbox oder Microsoft OnOne oder Google Drive, sondern auf SmugMug. Der Button unten drunter dient dem Export. Das muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Das ist üblich. Und ganz unten blenden wir dieses rechte Panel aus. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit des Beschnittes, ein Crop-Tool, mit dem wir nicht nur unser Bild verkleinern, also beschneiden könnten, sondern wir können auch inhaltsbasiert, hier steht inhaltsbewusst, okay, German Translation, wir können inhaltsbasiert vergrößern. Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, von der Decke ist nicht genug abgebildet worden, klicke ich auf Anwenden, wir warten einen Moment und inhaltsbasiert wird der obere Teil erweitert. Will ich jetzt aber nicht. Wir setzen wieder alles zurück und gehen eine Stufe tiefer. Das Transformieren-Tool, das es mir ermöglicht, dieses Bild in andere Proportionen zu bringen, es zu verschieben und hinterher zu beschneiden. Wir können es drehen, wir können es spiegeln, horizontal, vertikal oder mit dem Arbeitsfläche-Füllen-Befehl wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen. Wir haben ein Texttool, mit dem wir an beliebigen Stellen verschiedenen Text hinzufügen können. Und jetzt wird es spannend. Über die Taste K oder mit Klick auf das Super Select-Tool können wir mit unserem Mauszeiger Auswahlen erzeugen. Ob ich jetzt diese Person haben will oder jene Person oder den Tisch mit dem, was drauf liegt oder nur dieses Glas, den Boden, den Tisch und das Sofa, den Hintergrund oder die Bar. Klicke ich auf einen roten Bereich drauf, wird er ausgewählt, das heißt markiert. 1, 2, 3. Klicke ich nochmal drauf, wird er wieder entmarkiert. Von mir aus nur das Sofa und den Tisch im Hintergrund. Ein Klick mit der rechten Maustaste öffnet entweder eine gewünschte Einstellung oder Filter ohne Ende. Ich klicke mal Farbe ersetzen. Ja, das wirkt bei diesem dunklen Ding nicht so. Wir sehen es an der Decke. Ich habe jetzt die Decken auf dem Sofa in Yellow-Red, jetzt habe ich sie in Yellow-Grün, Blue-Brown, Blue-Purple oder die Fotofilter, HDR-Look, Hautretusche, ne, das klappt schlecht, die verschiedenen LUTs, die Look-Up-Tables und wir sehen, das ist so faszinierend sofort, ich brauche nicht zu klicken, nur beim Mouse-Over die Wirkung auf das betreffende Objekt. Ich klicke auf eines und es wird hier rechts sofort der entsprechende Filter angezeigt. Innerhalb dieses Filters kann ich mich nochmal entscheiden für andere Farbvarianten. Habe verschiedene zusätzliche Auswahlmöglichkeiten und kann entweder Kontrast oder die Sättigung, denn bei dieser Vorlage dreht sich es ja um Farben, verändern.
Unter diesem Super-Select-Werkzeug, ihr seht gern, wo mit der Maus drüber erscheint immer eine Erklärung. Darunter erscheinen 10 weitere. Es sind hier nur 4 Pinsel angegeben, aber diese Pinsel erscheinen in verschiedenen Gruppen, die dann hier oben angezeigt werden und ausgewählt werden können. Insgesamt 10 weitere Maskierungs- und Pinselwerkzeuge inklusive Porträt, Maskierungspinsel, Verfeinerungspinsel, um eine erstellte Auswahl zu korrigieren, zu verfeinern, zu erweitern, zu reduzieren oder zu verbessern. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die einzelnen Teile ein, das wäre dann schon ein Tutorial und das soll nur ein erster Blick auf OnOne Photo RAW sein. Der Korrekturpinsel ist nichts anderes als die Möglichkeit, ein Teil, was nehmen wir da jetzt? Naja, ein Auge ganz einfach. Das Auge meines Freundes Bernd soll weg. Nun ist er zum Einauge geworden. Ihr kennt es, dieses Stempel- bzw. Korrekturwerkzeug. Hier unten drunter haben wir jetzt die Möglichkeit, mit dem Mausrad kann ich den Kreis oder Pinsel verändern. Hier ist es kein Pinsel. Ihr seht, dieses Werkzeug dient zum Verschieben. Andere Varianten davon, ein Blount-Werkzeug, was Blount auch immer bedeuten mag, eine Region aufzublähen oder zu verziehen. So, ich habe die beiden bedauernswerten Köpfe jetzt mal wieder zurückgesetzt und wir kommen damit zum Ende der Vorschau auf OnOne Photo RAW 2023. Darüber hinaus enthält die Version 17.01 auch mehrere Optimierungen, die Probleme mit der Vorschau beheben und Abstürze verhindern, die Benutzer mit einigen der neuen Tools erleben. Nee, falsch, erlebt haben. Sollte ja Vergangenheit sein. Die Technik der Bildbearbeitung hat in letzter Zeit Riesensprünge vorwärts gemacht, speziell durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Die hilft uns, zeitaufwendige und unbeliebte Bearbeitungsschritte einfacher zu machen. Oder? Jetzt mal ehrlich, wer von euch liebt Maskierungen? Ja schon, wenn es automatisch geht und nicht mühsam Kanten und Übergänge Pixel für Pixel mit irgendeinem Pinsel bearbeitet werden müssen. Naja, ein bisschen Handarbeit bleibt ja auch bei der KI für uns übrig. Und das ist auch gut so. KI-Funktionen sind sehr rechenintensiv und auf die Unterstützung durch aktuelle Grafikkarten angewiesen. Wichtig dabei, immer die neuesten Treiber zu installieren. Aber auch auf nicht ganz brandneuen Rechnern sollte OnOne Photo RAW problemlos laufen. Nur bei uralten Mühlen mit veralteten Grafikkarten müsst ihr damit rechnen, dass sie von den KI-Funktionen überfordert werden. Die Mindestvoraussetzungen findet ihr auf der Website, die ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe, unter Systemvoraussetzung für Windows oder für Mac. Wer OnOne Photo RAW erstmal unverbindlich ausprobieren will, der findet dort ebenfalls den Download-Link zu einer 14-Tage-Testversion. Im Übrigen, ihr wisst es ja schon, könnt ihr meinen Kanal unterstützen, wenn ihr die Links in meinen Videobeschreibungen benutzt. So kann ich auch in Zukunft kostenlose Videos für euch produzieren. Eure Meinung zu OnOne Photo RAW würde mich interessieren. Wer es schon hat oder wer die Testversion gerade ausprobiert, was findet ihr gut? Was gefällt euch weniger? Schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Vor kurzem wurde ich von einem meiner Zuschauer gefragt, wo denn mein süßer Knuddelhund sei, weil das Sofa hinter mir so leer war. Ihr seht, jetzt ist er wieder da. Wir gehen dem Ende der Regenzeit entgegen. Es ist weniger unwirtlich und nass draußen. Die Sonne scheint öfters. Drum verkriechen sich meine Hunde nicht so oft im Haus auf dem Sofa, sondern spazieren allein draußen herum. Nun gut, jetzt haben wir ihn ja wieder. Heute regnet's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss, euer Klaus.